was bisher geschah. Zum geilsten Dating-Format Deutschlands namens Swipe and Match. 11 Männer und 11 Frauen haben in dieser Show die Chance, ihr Match zu finden. Sagst du auch schon ein Kind? Du hast Frau gegangen? Bist du gern Flyer? Ja, ich glaube, das ist eine Stute. Was für Hin. 5 Matches haben sich dabei gefunden. Genauso wie 2 ausgetauscht worden. Willkommen zu Part 2. In diesem Part seht ihr Phase 3, Shoot Your Shot und anschließend das große Finale. Und welche Matches da entstanden sind, könnt ihr euch nicht vorstellen. Viel Spaß! Wir können kurz sitzen bleiben. Jetzt haben wir uns das ausgedacht. Das heißt, Shoot Your Shot bedeutet, einer, der jetzt gar kein Match oder egal wer, kann jetzt, also am besten eigentlich einer, der kein Match hat, sozusagen, darf jetzt aufstehen und sich irgendein Match einfach ziehen und mit dem bleiben und reden. Wer möchte es? Applaus jetzt! Match 1. Eure 3 Minuten. Magst du Tiere? Ja. Hast du Tiere? Ja. Was für Tiere? 2 Hunde. Was für Hunde? Ein Labrador und ein Whistler. Hast du Tattoos? Ja. Oh. Okay, lass den anderen sehen. Ich nehme deinen Freund. Match 2. Du warst 20, ne? Ich bin 20, genau. Okay, warte mal. Was machen wir dann noch? Ich veranstalte gerne Partys, ich gehe gerne mit meinen Kumpels zusammen feiern und sonst sind wir meistens, machen wir zusammen TikToks oder sonstiges. Was sind deine Zukunftspläne? Ich möchte mich später mal selbstständig machen in der Pflege. Ich möchte meine eigene ambulante Pflegefirma eröffnen. Darf ich wissen, wo noch tätig sonst? Ich habe auf der Brust noch welche und am Bein und Schulter und anderer Seite auch. Darf ich sehen? Hast du ein Talent? Ich ein Talent? Ja. Ich neige dazu, betrunken einen Rückwärtssalto zu machen. Mach jetzt hier. Aber ich kann es nur von Sache runter. Und sonst war ich früher in der Skate-Szene unterwegs, aber da ich momentan sehr viel am Arbeiten bin, fällt halt leider generell Sport und sowas für mich weg. In der Pflegearbeit-Szene? Genau. Also ich skippe mich schon mal. Zeit um? Ja. Applaus! Direkt wieder, Studio Shot. Jawoll! Gönn dir! Das hab ich mir gewünscht. Match 3. Senior, ne? Ja. Und Orlando, eure 3 Minuten, let's go! Hi. Schöner Name. Danke. Wie alt bist du? 21. Okay. 24. Ich crash direkt rein. Wir haben Orlando gesagt, er soll sagen, dass er 21 ist. Orlando ist gar nicht 21. Ja, das haben wir uns ja alle schon gerade gedacht. Orlando ist nämlich ein kleines bisschen älter. Das sagt er euch jetzt selber. 31. 31? Okay, Würde. Also. Ist okay, kann man. Ist okay? Kann man machen. Kann man machen. Ich bin 24, das will ich. Ich habe hab Erfahrung, weißt du? Ah, ja. Nee, ich stehe auf Ältere, also finde ich cool. Cool. Wie viele Beziehungen hattest du schon? Ja, ein paar. Ich mache halt eine Zahl. Okay, ich nehme mal die, die wir bedeutend sind. Okay. 3. Wie hoch ist dein Body Count? Body Count? Was heißt das? BMI? Man merkt, dass du 30 bist. Halt, wie oft hattest du Verkehr? Oft. Oft, ja. Dreimal am Tag. Drei? Nein, ich meine halt mit wie vielen Frauen. Das bist du eher locker oder? Also ich liebe die Frauen auf jeden Fall, aber ich bin dann auch treu. Okay, cool. Ja, das finde ich gut. Aber es, über die Jahre ergibt sich das, dass man auch mehr. Was ist deine Red Flag für Frauen? Boah, wenn sie nichts tun und keine Meinung haben. Also wenn du willst, dass ich ehrlich bin, hättest du ein Problem damit, dass ich so ein bisschen gönne im Internet. Das ist so. Nee, jeder will machen, was er will. Oha, das ist heute Seltenheit. Nee. Das ist ein Scheiß. Ich bin tatsächlich jemand, der viel Vertrauen gibt. Okay. Auch erwartet. Okay. Aber jeder soll das machen und vor allem, wenn jemand probierst zu ändern, wird es nicht. Stimmt, auf jeden Fall. Ich kann es auf jeden Fall beide gut finanzieren, deswegen. Das du kannst beide finanzieren, ja. Okay. Hast du ein Problem damit, wenn ich mehr verdienen würde? Nein, auf jeden Fall. Okay, heiß. Ich arbeite in der IT-Branche, ich verdiene es auch nicht so schlecht. Aber, ja. Ich würde, krass. Okay. Was ist für ein Sternzeichen? Das ist doch da. Ich dich auch.
Ich bin Fisch. Du bist Fisch? Du? Ich bin Steinbock, aber Aszendent Fisch. Oh, nicht schlecht. Mega. Ja, cool. Das war's. Seid vorbei. Ich finde das richtig geil. Und du machst doch mal. Wir haben schon eine Freiwillige hier vorne. Die ist freiwillig. Du hast auch Match 4. Aber deine Minute, hey, yo. Ja. Wer bist du? 20. Aber eigentlich muss ich das jetzt nehmen, weil du wolltest mich gerade nicht. Oh! Okay, kein Chip. Ja. Aber ich würde dich ja nehmen. Ja, ich hab gehört, du warst bei Jeremy's Next Top Model. Ja. Erzähl mal so ein bisschen. Ja, war ganz cool. Auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, würde ich immer wieder machen, kann ich jedem empfehlen. Also ich bin dadurch extrem erwachsen geworden, würde ich sagen, und selbstständig, selbstbewusst. Das war eine geile Zeit. Ist das so alles real, wie das da gedreht wird? Sind die Leute wirklich so drauf oder wird da sich auch viel verstellt? Ja, nee, schon so, doch. Also ist schon real. Also du hast kein Drehbuch oder so, du bist so, wie du bist. Also macht auf jeden Fall Spaß, sowas bestimmt. Ja. Was, Tiere? Ja, Hunde und Pferd. Cool. Und du? Auch zwei Hunde. Das stimmt, okay. Das ist geil. Cool. Machst du Sport? Ja. Das ist sehr gut, schon richtig. Brauchst du? Ja, babe. Ja, okay, das geht. Los, okay. So, jetzt hier gesund, ja. Ja, uncool, ne? Kritisch, ja. Was machst du beruflich? Ja, ich bin Dachdecker. Ach, auch gut, also handwerklich sogar. Ja, ich mache mit meinem Musa und meinem Kollegen noch ein paar Partys ab und zu. Ja. Voll ich vorher schon gehabt. Ja, ich auch. Also Party und Feiern gehen ist voll normal für dich. Ja, jetzt noch. Aber wenn ich eine Freundin hätte, dann würde ich es auf jeden Fall reduzieren, weil ich finde, dann gibt es wichtigere Sachen im Leben. Also klar, man kann feiern gehen. Auch sie soll feiern gehen, aber halt nicht jedes Wochenende. Wie siehst du das? Ich bin schon eine Partymaus auf jeden Fall. Ich bin halt auch Single, ne? Also klar, wenn man in einer Beziehung ist, dann reduziert man das schon bestimmt, wenn man auch dann gemeinsam irgendwas macht. Aber ich finde es wichtig, dass man auch zusammen in den Club gehen kann. Weil ja, auf jeden Fall. In meiner Ex-Beziehung war das zum Beispiel so, das war halt gar nicht möglich. Und das war schon schwierig. Hättest du ein Problem, wenn man alleine feiern geht? Nee, gar nicht. Okay, cool. Ja, was ist denn eine Red Flag bei Typen? Also absolut Red Flag ist Rauchen, Zigaretten rauchen, das ist echt ganz schlimm. Und einfach unsportlich sein, also wirklich, du musst nicht 7-mal die Woche ins Gym gehen, aber halt ein bisschen bewegen, aktiv sein, nicht nach Arbeit zocken, so, das finde ich. Nee, will ich nicht. Stimmt. Also wirklich, wenn du es jeden Tag machst, dann kannst du zwar zocken, darum geht's nicht, aber so wirklich, nee. Ja. Hattest du schon mal eine Freundin? Nee, richtige Beziehung noch nie. Krass. Du, wie viel hast du? Zwei, mein letzter war auch 6 Jahre lang. Das ist krass, aber feier ich sowas. Aber dein zweiter war 6 Jahre, oder? Ja. Warum ist es auseinandergegangen? Oh, schwierig. Wir sind halt jung zusammengekommen und das ist perfekt. Halt in andere Richtung entwickelt. Ja, das ist eigentlich mein größter Traum gewesen, so um 16, 17 Freunde und dann ja, fertig. War auch so. Aber dann kam die NTM und dann ist alles so ein bisschen, ging in ganz andere Richtung und dann hat es halt nicht mehr getroffen. Okay. Gut, einen Applaus nochmal. Ja, genau gesehen. Du darfst jetzt hier jemanden ausgesprochen. Wer ist Maya? Das war jetzt scheiße von mir, sorry. Nein, ich bin da. Ja. Wer weiß, ne? Man kennt sich ja noch. Wir sehen uns. Match 5. Naja und Ben, let's go. Willst du anfangen, oder? Wie alt bist du? 18 war ziemlich jung, mit einer Jüngsten. Was machst du denn da? Abi. Jetzt normales Abi. Voll drin, ja. Okay, und du bist jetzt wie alt? Ich bin 20. Okay. Ja. Ja, sei mal dahingestellt. Nein. Ja. Aber was machst du denn dann? Bist du mit Abi durch oder was hast du gemacht? Ja, ich habe Fachabi gemacht und studiere jetzt. Ich studiere BWL, weil ich will meinen Master Eventmanagement studieren. Oh, das ist cool. Und wie würdest du sagen, was machst du so am Wochenende? Wo gehst du feiern? Was machst du? Bist du eher so öfters mal in Clubs oder doch eher draußen? Also 2020 war ich dafür jedes Wochenende im Club, aber mittlerweile gar nicht mehr. Also ich bin auch gerne mal alleine zu Hause in meinem Bettchen. Mal so einfach. Ja, genau. Okay. Alles cool. Ja. Wenn du mal meinst, dass du mal mehr feiern warst, gab es da vielleicht mal so die ein oder andere Substanz, die dann nicht so ganz legal war? Nee, oder? Nee. Okay. Nur Alkohol. Okay. Ja, und bei dir? Man hat sich mal ausprobiert, sagen wir so. Aber in letzter Zeit auch kaum Alkohol, kein Rauchen, kein gar nichts. Aber gehst du gerne feiern? Mittlerweile weniger, bin ich ehrlich. Also seltener. Ich bin einfach jetzt mittlerweile sehr häufig einfach mit Freunden draußen. Wir machen auch irgendwas einfach.
Ich weiß nicht, es macht einfach im Moment mehr Spaß und es hat sich einfach irgendwie über die Zeit im Alter geändert. Ja, okay. Ja, ganz cool. Und was ist so deine Red Flags bei Frauen? Ich denke mir einfach, wenn die sehr langweilig ist, wenn man so sehr also das Thema oder das Reden am Laufen halten muss und gar nicht so zurückkommt, das fuckt total tot ab. Ja, das wäre eins. Gibt es bei dir welche? Also ich glaube, beste Freundin finde ich ein bisschen uncool. Aber kommt immer darauf an, ob sie schon lange vorher da war oder ob sie dann jetzt in eine Beziehung kommt. Und ansonsten allgemein so, kommt darauf an, was für Frauen. Aber ich mag es nicht, wenn mein Partner Kontakt mit Leuten hat, mit denen er mal was hatte. Ah, das kann ich voll verstehen, das finde ich auch arf. Ja. Nee, das muss ich nicht. Ja, safe. Aber ansonsten. Ja, ich würde die Karte jetzt ziehen. Ich denke, du bist da auch im Fall, ich meine, 2 Jahre. Ich weiß nicht, bist du da? Wärst du mit dem Alter so cool generell so? Einfach generell. Ich hatte noch nie. Ja, okay, kann ich voll verstehen. Also, tut mir leid. Also mega coole Person. Super cool, nice. Als sie willst du? Ja, dann gerne. Wäre interessant, ey. Match 5. Hallo. Ben, ähnlich kann man. Genau, also wie alt warst du jetzt gerade? 18 ist der 24, wenn ich mich nicht erinnere. Okay. Ja, okay. Ey, ich sag ehrlich. Ist okay. Ja. Was ist für ein Sternzeichen? Löwe. Löwe? Also August, ja. Okay. Also ich bin gar nicht in. Du kennst dich auch. Nee, das tut mir leid, ich glaube nicht. Du bist ja auch so ein Mädchen, Ben. Ich habe auf jeden Fall eine wichtige Frage. Was würdest du machen, wenn ich einen Ding-Dong habe? Ja, ich denke, das Thema ist bekannt. Mhm. Da wäre ich jetzt auch dazu gekommen. Ja. Weil ich bin ehrlich, man hat es ein, zwei Mal auf Social Media irgendwann mal gesehen, deswegen ist es schon klar und einem bewusst. Ist für dich? Ehrlich gesagt leider nicht. Nein. So, da muss man gleich. Also, und wenn er weg ist? Schwierig, das kann man jetzt nicht sagen. Also, wird auch eng. Ich finde auf jeden Fall deine Reaktion sehr cool und respektvoll. Ja, man muss auch verstehen, dass nicht jeder das in Ordnung also ja, so für voll, ihn voll. Ist. Also, ne? Von beiden Seiten finde ich auch. Ja, voll cool. Sein. Aber du bist ein Patsch. Ja, du auch. Einen Applaus für die beiden. Etwas Orlando tauschen einmal und sehr sitzen. Achso, ja. Genau. Ganz kurz. Okay. Aber ja, du hast jetzt nochmal gerade ein bisschen was erfahren. Achso. Ich weiß nicht, Orlando, hattest du Silja vorher? Nein. Ja, gerne, verdeutlichen wir mal kurz. Ja, also ich habe ja gerade gesagt, dass ich Ding-Dong habe oder ein männliches Geschlechtsteil, um es in Ordnung auszudrücken. Ja, wie reagierst du jetzt darauf, wo wir gerade so gut gewiped haben? Also ich bin ja 2 Semester älter als ihr alle. Ja. Hab gewisse Freunde, die auch auf der anderen Seite unterwegs sind, okay. Also auch männlich und männlich. Okay. Und ich muss sagen, die sind sehr nett. Die sind sehr cool. Für mich bin ich schon heterosexuell. Okay. Also wenn das abgeschlossen ist, dann hast du meinen Segen. Okay. Aber vorher wird's eng. Aber ich muss sagen, ich date eigentlich nur heterosexuelle Männer. Also die Männer, die ich date, definieren sich eigentlich auch als heterosexuell. Ja, okay, dann weiß ich. Also egal, ob jetzt halt der untere Part angeglichen ist oder nicht, aber ich. Ja, verstehe. Wir haben wärst du Freund. Open oder würdest du? Ist ja einfach die Frage. Würdest du? Ich meine, man muss ja auch nicht immer alles übertreiben. Man kann ja auch erstmal so erkunden und so. Tatsächlich würde ich, wenn ich genug getrunken habe, wahrscheinlich nicht Nein sagen. Okay. Die Welt ist bunt. Ich muss mich tätowieren. Also das Leben ist bunt und die Welt ist auch bunt. Ja, nee. Also ich meine, auf jeden Fall, du bist ein cooler, mutiger Mann. Und ja. Ja, Applaus. Kommen wir nun zum Finale. Hier können die Matches endgültig entscheiden, ob sie sich kennenlernen wollen oder nicht. Match 1, Leo und Chiara. Jawohl! Hattest du schon mal eine Beziehung? Ja, eine. Du? Ja, auch eine. Woran hat sie gelegen? Was denkt ihr? Alle, macht Daumen hoch oder runter, was ihr denkt. Alle Daumen hoch, hoch, weit. Okay. Ich sehe es auch, sage ich ehrlich. Hat gewiped. Okay, ready? Ready? 3, 2, 1. Hey, mega. Ja, schön. Liebe schön. Match 2, Orlando und Celia. Okay, also wenn du willst, dass ich ehrlich bin, hättest du ein Problem damit, dass ich so ein bisschen gönne im Internet. Das ist so. Jeder soll machen, was er will. Oha, das ist voll die Seltenheit. Ja, also ich habe ja gerade gesagt, dass ich Ding-Dong habe oder ein männliches Geschlechtsteil, um es in Ordnung auszudrücken. Ja, wie reagierst du jetzt darauf, wo wir gerade so gut gewiped haben? Weil sonst ein Oberkörper freie Welt geschickt, ne?
Wenn sie ja sagt, zeigst du einmal Oberkörper? Ich mach auch. Okay, ready? 3, 2, 1. Match 3. Chanel allein gegen 3. Wow, der Match! Ansonsten machst du Sport? Ich mach keinen Sport. Das ist es. Das ist fett. Oh! Das ist gut. Also ich geh mal rein, der Elias, der kann sogar richtig gut singen. Echt? Nein! Reduzieren, weil ich finde, dann gibt es wichtigere Sachen im Leben. Also klar, man kann feiern gehen. Auch sie soll feiern gehen, aber halt nicht jedes Wochenende. Sie muss ich. Okay, wen haben wir hier bei Chanel? Süße Maus, also das habt ihr echt. Ach. Und wenn da jetzt nicht Django draufsteht. Okay, ready? 3, 2, 1. Ja! Er muss singen, er hat ja gesagt, er muss singen. Ja. Was willst du denn singen? Ich überlege. Mach was von dir. Tom und Anna. Jo! Tom, noch brauchst du? Welt. Wie meinst du, was denkt ihr? 3, 2, 1. Ich seh's selber nicht mal. Match 5, Nico und Anna. Jawoll! Was ist denn deine persönliche Red Flag bei dir? Also ich finde es ganz schlimm, wenn, das jetzt nicht falsch verstehen, wenn man so ein extremes Muttersöhnchen ist. Also so wirklich, wenn Mama sagt, dann wird gemacht. Okay, seid ihr ready? 3, 2, 1. Ja! Match 6, finales Match. Nelson und Lana. Ich bin dein Freund. Darf ich wissen, wo noch der Tattoos hast? Ich habe auf der Brust noch welche und am Bein. Und Schulter. Und andere Seite auch. Darf ich sehen? Was? Heimlich, noch heimlich. Ja, nein, ja, nein. Ja. Oh, 15. Ja, gespannt. Okay, ready? Wir ein bisschen mehr geschehen. 3, 2, 1. Ja. Ich gehe mal aus dem Bild. Ich lasse das mal alleine. Ich glaube, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ist ja nicht erlaubt. Aber ist trotzdem cool. Dass wir hier nicht alle matchen, das war, glaube ich, vorher klar, aber das sehen nicht alle, das ist sehr schön. Und danke, dass ihr alle dabei wart, deswegen Applaus. Aber was ist eigentlich aus den ganzen Matches geworden? In vielen Formaten gehen die Matches einfach aus dem Bild raus. Und wir wissen, dass da, glaube ich, nicht mehr viel passiert. Aber wir wollen wirklich Leute zusammenbringen. Und deswegen habe ich, Django, 4 Wochen nach dem Format alle Matches angerufen und gefragt, wie es aussieht. Und das natürlich einzeln, damit wir wirklich von jedem die ehrliche Meinung bekommen. Okay, seit dem Dreh sind um die 4 Wochen vergangen und ich will jetzt mal anrufen und gucken, was daraus geworden ist. Ich hoffe und ich wünsche mir, dass wirklich ein paar Dates zu was geworden sind. Weil das soll ja kein Format sein, was einfach nur unterhalten soll, sondern da sollen ja echt Leute zusammengebracht werden. Und bei 1-2 Matches glaube ich schon, dass da was draus geworden ist, aber wir rufen jetzt mal an. Okay, ihr erinnert euch vielleicht noch an Leo. Er hat auch ein Bild mit mir hochgeladen und er hat gematcht mit Chiara und die sind sogar danach noch zusammen in Köln losgezogen. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, ob das was geworden ist. Ich hoffe. Ich wünsche mir das. Okay, heute ist Vatertag. Kann sein, dass manche saufen sind, aber wir rufen Leo jetzt mal an. Was geht? Bist du saufen? Ich? Nein. Geht jetzt 10 Minuten. Ja, ja, ja. Aber bei euch? Chiara und Leo. Also wir haben uns danach nochmal getroffen. Sie war bei mir. So, und wir machen jetzt erstmal auf entspannt. Also wir gucken mal, ob uns läuft. Wir treffen uns noch 1-2 Mal. Wir haben jetzt im Mai halt beide ein bisschen, ich bin noch im Urlaub 1-2 Wochen. Sie ist auch noch weg mit der Arbeit. Deswegen erst Richtung Juni oder so. Ja, sehen wir uns das nächste Mal, aber. Aber ist alles cool so, ihr versteht euch gut und alles super. Auf jeden Fall. Voll auf telefoniert und so. Mega. Also ich glaube, bei euch hat auch gevibed, ne? Ja, schon echt gut. Auf jeden Fall. Mega. Ja. Mega nette Person. Geil. Danke, dass du mitgemacht hast. Und ansonsten wünsche ich alles Gute. Jo, danke. Viel Spaß noch an alle. Ciao. Peace, ciao.
Läuft! Leo Macher. Wir rufen, okay, Chiara hat meinen Anruf gesehen. Wir rufen jetzt nochmal Chiara an und gucken mal, ob sie das Gleiche denkt. Ich hoffe, sie sagt jetzt nicht so Sachen wie, ja, ich fühle das gar nicht oder so. Die haben auch danach was gemacht zusammen und ich dachte mir, das ist safe. Moin! Hallo! Wie geht's? Gut, dir? Auch, ja. Ich habe gerade mit Leo telefoniert. Ach so, okay. Den kennst du, ne? Wie ist so der Stand? Wie fühlst du dich so? Wie fandest du es? Also generell, wie ist so, lief es gut oder läuft es scheiße? Wie ist es so? Ja, lief auf jeden Fall gut. Also wir haben uns ja danach auch nochmal getroffen, tatsächlich. Mhm. Und wir wollen uns auch nochmal treffen. Ist zeitlich nicht ganz so einfach, weil wir auch 2 Stunden auseinander wohnen. Er meinte gerade, dass er eigentlich gar keinen Bock mehr hat. Ehrlich? Nein, Spaß. Er meinte genau das Gleiche. Ey, richtig cool. Also freut mich übelst. Ja, ist nicht bei allen so gut ausgegangen, ne? Aber das wirst du dann sehen, wenn es raus ist. Und ja, ey, danke, dass du dabei warst. Und ich wünsche euch alles Gute. Danke, ich fand es auf jeden Fall auch richtig cool, dabei zu sein. Hat mega Spaß gemacht. Danke, ciao, ciao. Geil! Chiara und Leo, Match! Und ich hoffe Leo, dass er, wenn er heute saufen ist, nicht irgendwie eine andere Ruhe macht. Okay, wir rufen jetzt Nico an. Der hat ja mit Anna gematcht. Sah auch sehr vielversprechend aus, haben sich auch echt gut verstanden. Ich bin gespannt, ob sie jetzt noch vielleicht sich treffen. Yo! Yo, wie geht's dir? Erstmal. Ja, auch. Ja, du weißt schon, du weißt Bescheid, dass wir anrufen, ne? Oder ja, ich weiß Bescheid. Ja. Ja, eigentlich nur kurze Frage. Du hast ja mit Anna gematcht. Wie sieht's aus? Oh, wir haben ein bisschen geschrieben. Ich spiele so zwischendurch ein bisschen. Aber jetzt gar nicht mehr. Jetzt gar nicht mehr? Nee, ich glaube, es war einfach entfernt zu weit. Wo wohnt sie? Karlsruhe und nicht Dortmund. Scheiße. Aber an sich, also ist jetzt nicht irgendwie, also liegt nur an der Entfernung? Ja, ich glaube, ja. Also es ist jetzt nicht vorgefallen, wo ich gesagt habe, boah, nee, es geht gar nicht. Ja, mega. Danke dir, ne? Dann viel Spaß dir noch. Jo, danke dir auch. Hau rein, ciao. Danke, ciao, ciao. Verdammte Scheiße. Ja, okay, Entfernung. Ich check's. Ich rufe Anna auch nochmal an. Schade. Mal schauen, was sie davon. Jo. Jo! Was geht? Hallo. Ey, wie geht's? Gut und selbst. Auch. Wir wollen nur fragen, wie es so aussah. Also ich habe gerade schon mit Nico telefoniert, aber sag du gern mal. Ja, war halt nix. Also wir haben kurz geschrieben und dann, also war auch rum. Ja, er hat mir so ein bisschen Ick gegeben, muss ich auch sagen. Also. Echt? Ich finde es schlimm, wenn man kein Englisch kann und dann so ein Quote in die Story oder so packt und dann ist es halt Bullshit. Also das hat er halt gemacht und dann war bei mir auch endgültig rum. Scheiße, und ihr wohnt aber auch sehr weit voneinander entfernt. Ja, wir wohnen auch sehr weit auseinander. Schade. Krass, und ansonsten alles Gute dir. Ja, danke schön. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Okay, Nico und Anna, das wird nix. Aber das ist normal. Okay, als nächstes rufen wir Orlando an. Ihr erinnert euch, der war 40 Jahre alt und hat sich mit Celia gematcht. Und Celia hatte noch ein kleines Geheimnis. Würdest du mal, wenn ich einen Ding-Dong habe? Hi, mein Lieber! Was geht? Ich tingle so durch Dänemark und bin gerade in Sylt hängen geblieben. Und wie sah es aus mit Celia? Hast du dich ja gematcht? Ja. Ja, habt ihr noch irgendwie geschrieben, irgendwas, oder war da gar nichts mehr? Boah, ich wollte ihr auf jeden Fall nochmal begegnen, so. Hab sie dann eingeladen, weil sie selbst von sich meinte, sie würde vielleicht auf Afibo sein. Aber sie war nicht da auf Afibo. Hab sie jetzt nicht wieder getroffen, mal ihre Storys verfolgt, aber hat sie jetzt noch nicht ergeben, irgendwie, keine Ahnung wie. Okay, so, ne, mal schauen, was Celia gleich sagt, so bei euch. Also, ne, muss ja auch nicht heißen, dass man direkt irgendwie, ne, heiratet oder so, sondern einfach, ne, vielleicht, wenn man sich dann noch ein paar Mal trifft, einfach cool Leute zusammenzubringen, ne? Ich glaube nicht, dass man direkt heiratet. Nee, glaube ich auch nicht. Perfekt, ey, alles Gute dir. Wir sehen uns. Rein. Ciao, 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 ciao. Hey, das war Orlando. Ich glaube, er ist eher so in seiner eigenen Welt und ich glaube nicht, dass es das wird, aber wir rufen kurz Celia mal an und fragen sie mal. Celia haben wir leider nur per Telefon erreicht. Hier unser Gespräch. Hallo. Hi. Wie geht's dir? Mir geht's gut, wie geht's dir? Auch voll gut. Also ich habe auch schon Orlando angerufen, mit dem hast du okay, ja gematcht. Okay, was hat er gesagt? Ja, das sage ich dir erst, wenn du sagst. Erst sag du erst mal. Ja. Genau, also nach dem Dreh haben wir natürlich Insta ausgetauscht auf jeden Fall. Da war schon so Neugier da. Wir hatten dann auf Insta auch ein bisschen herumgeschrieben, auch auf jeden Fall. Wir haben eigentlich nur überlegt, auf die FIBO zu gehen. Die war ja da zu der Zeit. Ja.
und darüber haben wir eigentlich nur geschrieben. Aber total sympathisch, alles cool. Hat sich irgendwie halt jetzt noch nicht so ergeben oder so zum Treffen, aber also liegt jetzt nicht irgendwie an Unsympathie oder so. Also, ey, mega, ich wünsche dir was. Danke, dass du dabei warst. Sehr gerne, ist cool. Ich mache mal ein kleines Video auch nochmal dazu. Mega, und, ja. Danke dir. Ansonsten haben wir noch Elias und Chanel. No joke, ich habe das echt wohl gesehen. Eigentlich war ich ja Elias und Tara Fan, aber dann wurde ja geswitcht wegen dem Fußballthema. Hast du Sport? Ja, ich gehe auch zum Studio. Fußball? Ja. Und dann haben Chanel und Elias echt viel geredet und ich habe das dann auch wiederum gesehen. Und wir rufen jetzt Elias mal an und schauen mal, wie es so ausgegangen ist. Yo! Yo, was geht? Was geht ab? Ja, ich wollte nur kurz fragen, bei dir war ja mit Chanel ein Match am Ende. Ja, ich weiß nicht, habt ihr noch viel geschrieben oder sonst irgendwas? Paar sind ja danach, haben wir ja noch was gemacht und sowas. Aber Chanel ist ja auch viel unterwegs. Wie ist da eventuell noch irgendwie irgendwas oder vielleicht auch nicht? Ja, also ich habe Chanel ein bisschen geschrieben. Chanel ist auf jeden Fall eine ganz Liebe. Und ja, aber sonst war da nichts mehr. Also ein bisschen geschrieben hin und her. Ich habe gesagt, dass ich da noch ein bisschen viel unterwegs. Ja, sie ist sehr viel unterwegs, das habe ich mir auch gedacht. Und ja, ey, kann ja aber noch werden, also schreib ihr gerne, probier es, try it. Also ich rufe sie auch gleich mal an, frag sie mal so. Du wirst dann im zweiten Part sehen, was sie sagt. Hast du den ersten Part gesehen? Ja, klar. Ja. Geil. Ja, der zweite Part wird auch noch ein bisschen spicy, aber genau, dann wirst du sehen. Ich rufe gerade alle an, was die nochmal so gesagt haben, Meinung über die anderen und so. Mega. Ey, pass auf dich auf, ne? Und du auch, wir sehen uns. Danke dir, ciao, ciao. Elias. Okay, das war Elias, ist so ein bisschen so lala. Wir rufen noch Chanel an, wir fragen sie kurz. Chanel ist viel unterwegs, ich bin auch echt cool mit Chanel. Ich kenne Chanel schon über ein Jahr. Chanel sagt ja auch, sie braucht jemanden, der vielleicht Ähnliches macht, auch in dem Bereich. Und vielleicht passt das nicht ganz so, aber wir rufen jetzt mal Chanel an und fragen sie. Hallo! Hola! Ey, ich rufe ja gerade alle wegen diesem Dating-Format an und so alles. Und ich frage die alle so. Du hast... Was, wo ist Elias? Wo ist Elias? Warum nimmst du dich mit? Ja, er war zu jung. Zu jung? Ja, nee. Aber ja, er hat auch selber, ist halt weit entfernt und der sagt auch, du bist ja viel unterwegs, er versteht das auch und so. Aber er findet dich also trotzdem, findet er dich sehr süß. Ich ihn auch. Safe. Mega. Aber, ja. Perfekt, ja, das war's eigentlich schon. Alles Gute, viel Spaß dir. Wir sehen uns. Danke. Adios. Ciao, ciao. Ja, leider Chanel und Elias. Kein Match. Okay, lass mich noch eine Sache dazu sagen. Falls ihr mal bei einem Dating-Format mitmachen wollt, das ist die E-Mail-Adresse, hier könnt ihr euch bewerben. Die ist wirklich echt. Wir wollen dieses Format auf jeden Fall nochmal machen. Es kam geil bei euch an, ihr fandet es echt lustig. So ist klar, dass jetzt nicht daraus 8 Matches entstehen. So die Wahrscheinlichkeit, dass wenn es 11 Jungs und 11 Mädels gegenüberstehen, dass da direkt 2 Matches und alles perfekt ist, ist sehr unwahrscheinlich. Aber ich fand es trotzdem richtig, richtig geil, hat richtig Spaß gemacht, richtig coole Leute kennengelernt. Alle sind sympathisch gewesen, wirklich cool. Und falls ihr mehr davon sehen wollt, dann abonniert jetzt, macht die Glocke an, kommentiert, gebt einen Daumen hoch. Und wir sehen uns dann wieder in Episode 2 von Django's Swipe and Match. Ciao.